Wenn Pity gleich mit seiner Gift-Sache durchkommt, ne? Dann ist der down. Ein Schaden plus Gift. Oh, 4 Schaden pro Runde Gift machst du? Oh, das wusste ich nicht. Das ist ja richtig doll. Ich dachte ein. Oh, kritisch. Na, mal heilen ist seine Stärke. Sehr gut. Oh, Piano. Was stress ich hier drin? Oh. Ich hier im Spiel. Jede Heilung für dich kostet 60 Euro. So. Schade. Oh doch, wir machen Streuschuss. Der genau, der müsste mit drauf gehen, wenn er landet. Gut, der hinten stirbt dann auch, aber dann hat der zweite auch schon mal ein bisschen Schaden bekommen. Aber der erste ist auf jeden Fall nicht mehr dran. Wir bleiben mal kurz auf der. Müssen wir auf Heilung bleiben? Na gut, sie kann ihn eh nicht töten. Deswegen heilen wir jetzt einmal. Leider macht Nama mal zu wenig Schaden. Die macht 1 bis 4, selbst wenn sie kritisch trifft, was unwahrscheinlich ist. Kann ich nicht sehen, wie viel Leben er hat? Doch, 16. Wir haben beide 16. Heiler first. Oder Ladies first, könnte man auch sagen. Verwirrender Knall, genau. Wir können doch mal probieren, ihn zu betäuben. Dann kriegen wir nämlich gar keinen Schaden mehr. Widersetzt. Schade. In dem Dungeon ist stressig, das stimmt. Fahr den PC mal runter, Geraschel. So, ich habe den jetzt mit einem Aufzug nach unten gebracht und was denn du? Ja, das ist bei uns in der Werbung gewesen. Also war das nicht deutschlandweit? Ich weiß es aber nicht. Gibt's auch so eine Werbung von. Auch mit dem im Papierkorb geworfen und so. Aber so krass, das hast du nicht really gehabt, ey. Fahr den PC mal runter. Ja, aber ich wurde schon mal angemault, dass ich nicht jeden Tag das Google-Logo tauschen soll. Sie mochte das von vorgestern. Das ist auch witzig. Siehst du, das passt gar nicht zu mir. Ich bin jemand, der draufhaut. Monster Hunter bestätigt es. Ah, okay. Ich mache doch Internetseiten. Also mache ich auch Google. Ja, du, nicht schlecht. Hättest du auch zu deinen Eltern sagen können, mache ich gerne. Oh. Wir waren. Okay, wir müssen. Ich gehe jetzt eh einmal hier lang. Für die. Oh, dafür das Gavi klaut. Na super. Hätten wir uns den Weg auch sparen können. Hast du dir gar nicht verdient. So, rückwärts gehen ist auch immer stressig. Deswegen gehe ich jetzt einmal bis hinten durch. Der Rückweg ist mit dem Licht dann nicht mehr ganz so tragisch. Wir kommen aber auch mit den Laternen mehr oder weniger gerade so hin, ne? Nehmen die jetzt mal einmal. Alle. Leute, bei Technik Service meist einfach nur besser im Google. Ja, das glaube ich auch. Also, gibt solche und solche, ne? Ich glaube, wir brauchen Weihwasser oder einfach nur anklicken. Oh, nicht ge Gegengift auf gar keinen Fall. Weihwasser. Ich nehme mal. Ich glaube, es gibt nur einen Buff. Nehmen wir mal Exi, weil ich glaube, es wird gebufft und geheilt. Geheilt? Nur geheilt? Holy moly. Für ein Weihwasser? Weih. Mein Mann will es, glaube ich, gar nicht verstehen. Ich stelle ihr seit circa 5 Jahren die Sprache bei DVDs. Nee, dann wehrt sie sich dagegen. Echt? Den nicht klauen. Och, come on. Ich glaube, du brauchst erstmal eine Pause hier nach. Es geht weg. Ach, guck mal, er wollte nur gucken. Er wollte nur reinschnuppern. Wegen seinen anderen Tick, ne? Oder sind deine Taschen voll? Er hat doch, ist besessen von materiellen Dingen, genau. Deswegen wollte er nämlich reingucken. Das ist auch nicht immer so positiv. Der Tick kann gefährlich sein, weil es auch Sachen gibt, die man nicht einfach so öffnet. Skarvek, denk dran. Wow, so viel Schaden hatte ich doch gar nicht. Deswegen sind auch der Stress weg. So viel Stress hast du nicht. Wir bleiben hier.
Guten Abend zusammen. Sir Toby B., einen wunderschönen guten Abend. Im Laptop ist nicht genug Speicherplatz für ein Backup. Vielleicht kannst du morgen von dir noch ein paar Sachen löschen. Nach 2 Jahren mal ein Backup machen? Fürs Handy? Machen wir gerne, mein Schatz. Ein Raumkampf. Guck mal, du hast am wenigsten Stress sogar. Ja. Wenigsten Stress. Nur 2 Stress, Exi. Dir geht's super. Keine Angst. Den Raumkampf machen wir mit. Wir nehmen noch ein bisschen Kohle. Die Quest ist zwar schon zu Ende, aber wir haben noch eine Fackel, das passt genau. Aber hier eine Falle war hier nicht, ne. Wir haben 2 Schaufeln. Komm. Total gechillt. Das Spiel, oder? Auf jeden Fall. Also Sir Toby B und Smaxi, wenn ihr wollt. Wir werden hier auf jeden Fall jetzt gleich nochmal nach der Dungeon 2, mindestens 2 Charaktere, ich meine sogar 3 Charaktere bekommen. Sagt mir Bescheid, wen ihr da haben möchtet. Ihr habt auch nicht viel Wahl. Also, ich werde euch einfach irgendwo sonst einen Char geben. Die anderen Zuschauer hatten auch keine Wahl. Wir fangen wieder an. Oh, fuck. Warum habe ich die letzte Fackel vergessen? Dadurch haben wir den überraschenden Angriff vermaselt. Verwunderknall. Ich meine, wie sieht's mit Betäuben aus? Perfekt. Könnten wir die beiden hinten einmal kurz beruhigen. Ah, überraschende Angriffe ist schon besser, weil du bist halt immer als erstes dran. Also sind erst immer deine Chars dran und dann hast er, egal welche Geschwindigkeiten hier verteilt sind. Die sind, glaube ich, ja. Guck mal, er ist mega schnell. Ich überlege gerade, ob ich dem... Ah, ich komme da mit Adalas gar nicht ran. Wie viel Schaden würde ich hier machen? 3 bis 5. Plus Gift. Wenn ich 5 mache, plus Gift bei der nächsten Runde, passt das. 3 nur. Was ist da los? So, der hat relativ viel... Ja. Den könnten wir relativ zügig töten. Ah, der macht jetzt ein bisschen Schaden, aber... Für den letzten Kampf. Also, solange die nicht stressen, ist es eigentlich relativ egal, was die machen. Ah ja, guck mal, hier, nahm er mal. Sehr nice. Und jetzt nochmal einmal Gift gleich rauf. Der Skivik. Und dann... Was ist das? Der Skivik kriegt jetzt leider ein bisschen... Stress. Und der macht ordentlich Schaden. Oh, nahm er mal, ist aber... Wie ist beweglich, die junge Dame? Hat er nicht gesagt. Na hier! War doch super. So, das reicht für ihn. Er ist leider, kann er keinen Gift? Doch. Oh, mein, der, hallo? So, er ist down. Er hat 2 Leben. Plus 4 Schaden pro Runde. Läuft. Ich nehme irgendwas Pickliges. Oh, haben wir das? Okay, Gonji. Erziehungsstreamer mit Gonji. Erziehungsstream mit Gonji. Skavik darf nicht alles anfassen und öffnen. Exi soll nicht so stressen. Wegen etwas Stress und ich habe Sozialstunden aufgebrummt bekommen. Ja. Nice. So. Wie kriegen wir dich jetzt nach vorne? Gar nicht so richtig, ne? Wir müssen die Leichen töten, das machen wir aber nicht extra. Kritisch! Exi dreht völlig durch. Hat gar keinen Stress mehr. Kriegt ein bisschen Schaden, das ist aber Latte. So, und du hast jetzt hier mal einen schönen Giftschlag rauf. Pity. Das reicht. Nice. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Kritten. Kennen die da? Crit-Chance 2, 5. Wie viel steht man hier, sieht man hier, wie viel Crit-Chance sie mit Heilung hat? Weil mit Crit kannst du halt nochmal... Achso, die ist immer generell Waffengrundwert 2,5. Okay. Weil durch Kritz würde noch mal ein bisschen Stress weggehen. Töte ihn einfach. Machen wir mal. Ja gut. Wo macht man das? Wir nehmen maximalen Loot mit. Schlüssel. Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Schaufel wäre auch gegangen. Bin ich mir gar nicht unsicher. Bin ich mir gar nicht so sicher, würde ich sagen. So, dann haben wir alles. Jo, wir können zurück. Sauber. Wir gucken dann erstmal gleich, was für neue Chars wir haben. Dann haben Smaxi
Und Sir Toby B. wenigstens ein bisschen die Möglichkeit, sich was auszusuchen. Ein bisschen was eingesammelt. Der Anhänger, naja, gut. Den brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. So, es gab wieder etwas Negatives. Natürlich. Fasziniert von Verletzungen, Wunden und Folter. Unheiligen Schlechter. Nice. Ah, die wird aber halt nicht so viel Schaden eigentlich machen. Mal gucken. Intensives Verlangen nach Alkohol. Teddy, wir müssen sprechen. Bestienhasser. Teddy hat es heute wahrscheinlich denn richtig... Hat heute wahrscheinlich richtig Gas gegeben. Schwere negative Ticks. Oh nein, hat er nicht... Hat nicht einer, oder? Gewick, enttäusch mich nicht. Und wir gucken mal kurz hier in die Kutsche. Also, wir haben eine Arbalest. 2. Und einen Okkultist. Ich würde jetzt fast sagen... Also wenn einer Pickel hat, dann der Okkultist, oder? Maxi, was meinst du? Okay, ist noch nicht schlimm. Ist die Krankenstation... Oh nein, ich kann immer noch nicht. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey to the faithful. Ja, wir müssen noch keinen... Also hier kann man jetzt entstressen für die, die es nicht kennen. Also ich könnte jetzt hier den Pity, was aber natürlich völliger Schwachsinn ist, für 1500 hier drin entstressen. Aber das ist echt nicht viel Stress, was er hat hier. Ja, das macht noch überhaupt gar keinen Sinn. Wir können es natürlich auch entsprechend aufwerten und verbessern. Brauchen wir auch nicht. Nein! Ist noch nicht freigegeben. Ich hoffe, Skaviks Tick wird nicht noch schlimmer. Sonst müssen wir Skavik irgendwann mal austauschen. Und hier ist die Taverne. Mag ich kaum. Also außer Pity, der natürlich da rein muss. Weil er intensives Verlangen nach Alkohol hat. Heißt, obwohl... Nee, er sagt ja nicht, dass er nur in die Bar geht, sondern er hat ja nur intensives Verlangen danach. Könnte sein, wenn ich ihn jetzt hier in die Bar packe, dass er da eine Woche länger ist. Auch im Bordell... Da kann auch irgendwas Negatives passieren und bei Spielhalle können die sogar Geld verlieren. Deswegen mag ich die Taverne eigentlich häufig nicht... um Stress abzubauen. Tatsächlich bringe ich die meisten Leute ins Kloster, wenn dann möglich, wenn sie denn wollen. Okkultist ist fein. Sehr nice. Also den hätte ich so oder so genommen. Und eigentlich auch bei der Arbalesten erstmal. One must know it. Und Smexy reicht, ne? Oder? Ja. Oh, gleich. Berührung aus dem Abgrund. Mal kurz gucken. Ich finde das immer noch mal gut eigentlich. Aber wir haben die Gilde eh noch nicht, deswegen müssen wir uns da noch keine Gedanken drum machen. Ich finde die drei eigentlich ganz gut. Also hier Atrilli. Schicksalhafte Heilung muss immer dabei sein. Kann man auch immer noch mal ganz gut als Heiler nehmen, wenn jetzt nicht so viel los ist und den Rest als Damage Dealer. Dämonisches Zerren finde ich auch immer ganz gut. Und ich finde eigentlich das auch immer noch mal gut, beziehungsweise auch den Opferstoß ganz gut. Mal gucken. Aber wir können eh noch nichts ändern. Sind denn hier die Heldenfähigkeiten? Fasziniert von Verletzungen, Wunden und Folter. Kind des Schicksals. Kann einen beliebigen Fehlschlag in einen Treffer verwandeln. Das ist eigentlich schon mal ziemlich nice. Im Kloster? Entstressen? Bitte, Conchi, niemals. Bitte. Doch. Minus HP. Mehr Stressschaden. Ich glaube, ich lasse sie da. Wir müssen nicht jeden mitnehmen. Und das ist dann Sir Toby B. Sir Toby B. Ich hoffe, das ist... Die hat echt... Warum habe ich jetzt den falschen genommen? Also die kosten ja nichts, ne? Ich entlasse sie wieder. Weniger Verbesserungskosten für Rüstung. Nehmen wir einfach. Aber ich wollte eigentlich... Ich habe eigentlich die hier favorisiert.
Ich echt den falschen angeklickt gerade? So, auf, dann müssen wir dich aber einmal umbenennen, weil ich jetzt nicht so einen Fokus auf dich habe, mein Lieber. Oder meine Liebe, Mrs. X nennen wir sie. Eingeschlichen hätte ich sie auch nennen können. Dann kommt hier nämlich Sir Toby B. Was sind meine Perks? Wir gucken gleich mal. Sir Toby B. Ich glaube, du hattest auch ganz okay. Verrückt nach Geld. Maxi. Läuft schon mal. Ausweichen, sehr gut. Unverwüstlich. Gute Perks. Also, mehr positiv als negativ ist schon immer erstmal gut. Das gibt's auch anders. So wie Mrs. X hier. Weniger LP. Gut, es ist jetzt bei ihr nicht ganz so schlimm. Oh Gott. Hat er 1000 Bilder bekommen. Dachte, ich kriege einen Anruf. Gut, die positiven Ticks sind jetzt bei Mrs. X gar nicht so verkehrt, aber... Ja, wir können sie mal mitnehmen. Wir haben ja noch Platz. Also wir werden eh die Plätze auch nochmal verbessern hier. Wird die Anzahl verfügbarer Helden auf 4. Brauchen wir jetzt noch nicht. Wir werden das nächste Mal maximales erst haben, dass wir erweitern müssten. Wir kriegen beim nächsten Mal 3 Stück. Und haben dann 10 Plätze. 10 von 10 belegt und brauchen erst danach dann erweitern. Wir müssen aber eh so oder so aufbrechen. Wir können hier nichts weiter machen. In den Ruinen bleiben wir auch. Wir haben kurz. Es sind alle kurz, ne? Ja, okay. Oh, ne, eine mittlere, aber der mittlere möchte ich noch nicht, glaube ich. Wir haben hier für den Waffenknecht Widerstand gegen Betäuben, Widerstand gegen Bewegen. Die schon nicht völlig schlecht. Grabräuberin, plus Geschwindigkeit, Widerstand gegen Bewegen. Grabräuberin ist ganz nice für, wenn man so Gold-Runs machen möchte. Ansonsten ist sie jetzt nicht so krass. Kannst halt mehr Loot mitbekommen. Beides. Widerstand. War das dasselbe? Ja. 100% aller Räumkämpfe. Wir gehen eh erstmal alles durch. Würde ich nur, ob wir vielleicht. Waffenknecht haben wir zwar noch nicht. Und ich meine, wir kriegen die Augenklappe noch häufiger. Aber das ist relativ latte, das machen wir das, glaube ich, so. So, die Heilerin Namama bleibt logischerweise wieder dabei. Bitte tauschen wir einmal aus. Warte mal, und wir nehmen. Bitte, Smaxi, du musst ein bisschen Gas geben mit der Heilung. Ich nehme nur dich als Heiler mit. Ich hoffe, das reicht. Und dann kann nämlich Sir Toby B schon mal zeigen, was hier los ist, vor allem mit Kind des Schicksals. Das ist schon ziemlich gut. Wenn die mal verfehlt, da nochmal Gas zu geben. Leuchtsignal ist, glaube ich, jetzt nicht so krass, ne? Fackel plus 3 andere Helden, Betäubung entfernen. Oh! Andere Stärken plus Widerstand gegen Schwächung. Gar nicht so schlecht. Leuchtsignal kannte ich bisher noch nicht. Also, habe ich nicht so auf dem Zettel. Aber nutzt man, glaube ich, auch nicht so oft. Wir ziehen so los. Ich möchte aber einmal kurz... Ja, wir haben noch nichts Gold, ne? Widerstand gegen Schwächung. Dafür aber weniger Ausweichung. Plus mehr Ausweichen und mehr Widerstand gegen... Ne, weniger Widerstand gegen Bewegen. Also du wirst eher bewegt. Kann man eigentlich auch schon verkaufen. Also können wir, glaube ich, noch nicht verkaufen, aber die kann man dann verkaufen. Tütendackel! Dein nächster Char ist Tütendackel. Du bist wie ich. Nur zuerst stehst du auf SM. Ist im Exi halt. Exi, ey. Wir sind Okkultisten. Und Aberläster? Achso, was sind Okkultisten und Aberläster? Also ich weiß gar nicht, warum... Also, das ist ja irgendwie aus dem Mittelalter. Also ich habe da echt keine Ahnung von. Aber das sind ja... Das ist so eine... Jetzt so ein... Hier. So eine Armbrust. Und Okkultisten sind halt hier... Okkultisten halt, ne? So ein schwarz... Grau... Dings. Stell mir nicht so unangenehme Fragen, die ich nicht beantworten kann. Das wird noch häufig genug auf mich zukommen mit meinem Sohn. Aber warum ist das so? Naja. Weil. Warum darf der das? Ahnung.
Das wird noch richtig grausam. Schnell antworten ist dann immer wichtig. Das muss nicht unbedingt richtig sein, weil es eh vergisst. Aber schnell antworten ist wichtig. Einfach Selbstbewusstsein ausstrahlen. Aber es kommen nicht so komische Fragen. Ich hoffe, ich habe die Frage erstmal beantwortet, na Mama. Schnell antworten. Okkultisten halt. Gut, danke. Dann nenne ich halt auch noch nichts. Google halt. Keine Ahnung. Also Okkultisten sind ja halt so. War doch richtig. Also das, was ich gesagt habe. They found Okkultisten the halt. halls of your lineage once familiar, Oh now no! Warum ist foreign. der Raum so scheiße geschnitten? Obwohl, wir können hier. Ja, wir gehen hier runter, wieder hoch. Wir gehen eh in alle Räume. Warum ist die Dungeon so scheiße geschnitten, wollte ich übrigens sagen. Ich glaube, wir hätten wieder noch eine Fackel mehr mit. Obwohl, wir haben 10, ne? Ja, doch, das reicht. Hier muss Weihwasser rein, bin ich mir relativ sicher. Warte mal, mit wem? Ah, vielleicht irgendeinen negativen Tick wegbekommen? Oh, richtig Loot bekommen. Aber nichts Gutes. Aber viel. Das ist schon mal gut. Viel ist immer gut. Endlich ein As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Du hast noch was Zeit, dir jetzt schon mal Antworten zu überlegen. Ja, genau, Tütendackel, du weißt, was ich meine, ne? Also Kulte ist im Prinzip ein anderer Name für schwarze Magie. Ja, habe ich doch gesagt. Ein Aboleste ist eine spezielle Art vom Armbrust. Ah, okay. Ich dachte, du wirst mir mal was Wertvolles beibringen. Hallo? Ja, wertvolle Zuschauer. Und Aris. Loot! Moin, moin, mein Lieber. Na? Internet läuft wieder. Alles gut? Hast du aber schon einen neuen Anbieter eigentlich? Kann das so schnell gewesen sein? Ich hatte nur einmal deine Enttäuschung über deinen bisherigen Anbieter mitbekommen. Bildlich war es für mich so, du hast den Router genommen und aus dem Fenster geschmissen. So hat sich das eigentlich gelesen, was du da so geschrieben hast. Schon als wenn Internet nicht funktioniert, ne? Das ist schon echt bitter. Ja, die Fallen können wir nicht. Also, habe ich die gerade übersehen? Nein, die können wir nur sehen, wenn die erkunden vorher. Ich wundere mich nur gerade, warum wir. Weil sie schon sehen, ne? Deswegen können sie die Kuriosität sehen. Okay. Maxi, ich weiß nicht, ob du gut im Bücherlesen bist. Ich meine, beim Bücherregal kann man nichts anderes machen, außer hoffen. Ah, Exi ist gut. Exi ist Maxi. Gutes Auge! Maxi! I like. Sehr schön. Dich reicht. Ja, ich fange mal schon an, Tütendackel. Nix, hallo. Bisher lernte ich nur was über meine Beweglichkeit. Das hast du gesagt. So, hier ist nix. Das Spiel ist so gut, ey. Ist schön gechillt. Aber es kann immer was passieren. Stress. Wir müssen Fackeln sparen. Monchi macht wieder einen auf Schwabe.